Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Oh yeah. Und gestern haben wir nochmal zum Schluss einen kleinen Drachen erledigt. Das Kopfgeld holen wir uns ein anderes Mal. Das machen wir später. Kopfgeld, in ein Exemplar. Bücher sammeln finde ich gut. Bücher sammeln können wir machen. Das finden wir hier in dieser Festung. Weil Belohnung abgeben ist natürlich eine Sache, aber weiß nicht, so langweilige Belohnung, wo du halt nur, was weiß ich, 20 Gold bekommst, das macht irgendwie für mich keinen Sinn, dafür extra noch 5 Minuten zu verschwenden in Skyrim. Also wir machen das, wenn wir drauf vorbeikommen oder wenn wir ohnehin mit dieser Person quatschen oder ganz zum Schluss geben wir diese beiden Sachen ab. Ist das aber eine Überraschung? Ja, Surprise, Surprise. Haben wir Beschwörung eigentlich auf 100? Nö. Ja gut, dann machen wir ein bisschen Beschwörung. Ist mal was anderes als Nahkampf, finde ich. Ich meine, wir haben zwar unsere Rüstung nicht auf Beschwörung, aber... Scheiß der Hund drauf. Scheiß der Hund drauf, ich brauche ein bisschen Abwechslung. Abwechslung tut gut. Ich suche gerade den Weg zu euch rein. Komm gleich. Uno momento. Okay, ah, wir können über die Berge uns reinschmuggeln. Perfekt. Wir werden einfach mit dem Dedra-Fürsten und mit dem Bogen ein bisschen spielen. Einfach so just for fun. Kann ja nicht schaden, ne? Ist da jemand? Jemand schlägt einen Hallo. Take this. Ach, ist das schön, wieder mit dem Bogen zu spielen. Ich finde, das hat was. Alter, Dedra-Fürst, töte sie! Wo willst du hin? Ich reiße euch! Er hat Angst. Zum Sterben bereit? Ich werde mich an eure Fürsten laben. Wie wär's, wenn du sie tötest? Au! Entzieh dich! Kaboom! Schön ein Pfeil ins Knie. Na, wunderst du dich? Na, wunderst du dich? Oh, ich hab's vermisst, mit Pfeil und Bogen zu spielen. Ja, gestern die Folge hat mich mal wieder ein bisschen angefixt, deswegen habe ich mich entschieden, die Variante zu spielen. Ihr seid schwach, du bist schwach, du wehrst dich ja nicht mal. Das Einzige, was du bist, ist gerade... eine Zielscheibe. Naja, wir machen aber nicht den größten Schaden der Welt. Vielleicht ändere ich meine Rüstung auch die nächste Folge. Ein bisschen auf Beschwörung, ein bisschen auf Bogen. Darauf hätte ich jetzt echt Bock. Ich glaube, deswegen mache ich das auch. Was ist eigentlich mit meinem Plan gewesen, auf Beschwörung zu gehen? Ich hatte doch eigentlich anfangs den Plan, auf Beschwörung zu gehen. Verstehe das nicht. Wieso habe ich das nicht mehr gemacht? Weiß das einer noch von euch? Wieso ich nicht auf Beschwörung gegangen bin? Also nicht weiterhin? So. Dann wollen wir mal reingehen. Ah, ich glaube, ich habe das Tor geöffnet. Und die Tür zugemacht. Aber wir sind durchgegangen durch die geschlossene Tür. Weil ich OP bin. So. Ich richte Schwäche. Hier niemanden kommt. Er muss sie für mich nur aufhalten. Mehr will ich nicht. Ihr seid schwach, Aha. Lauf einfach weiter, töte sie doch. Ah oh ja, ich wechsle meine Rüstung gleich, ey. Das macht viel mehr Spaß. Ich habe einen Tank an meiner Seite. Ich kann jedes Mal holen und wieder wegwerfen, wann ich will. Ne, Kollege? Er schleicht aber nicht. Mit ihrem blöden Honig.
Hallo? Ach, scheiße. Ich rieche Schwächen. Etwas gehört? Ja, ich bin's. So, Pfeil ins Knie. Noch ein Pfeil ins Knie. Ich glaube, mein D-Drachfürst ist gerade weg. Töte sie! Aber kümmere dich bitte um den Anführer. Er macht mir Aua. Ich kann euch nicht besiegen! Tja, kein Wunder, du bist scheiße. Ihr seid schwach, Sterblicher. Ich kann euch nicht besiegen. Kaboom. Oh, ist das cool. Ist das so cool. Okay, wir wollen das Buch haben. Da oben war die Beutetruhe, deswegen müssen wir da hoch. So, die Wolfskönigin, perfekt. So. Gut, überbringen wir mal das Buch. Das können wir machen, weil eventuell müssen wir nämlich noch ein Buch besorgen. Wo ist der Ausgang? Aha. Vielleicht müssen wir auch gar nicht erst unsere Rüstung ändern. Ich meine, das funktioniert doch so. Ich meine, wir würden klar, würden wir mehr Schaden machen, wenn wir unsere Bogenrüstung wieder anziehen würden. Holy shit-roni, ja, das wäre richtig cool. Aber es geht ja hier um Beschwörung. Und nicht um den Bogen. Auch wenn das verdammt viel Schaden wäre. Merkt ihr gerade, ich versuche mich selbst davon zu überzeugen, da zurück nach Hause zu gehen. Weil die Rüstung haben wir ja eigentlich schon. Wir haben ja die Rüstung. Wir müssen ja nicht viel machen. Wir gehen nach Hause. Wir gehen gleich hier nach Hause. So sieht's nämlich aus. Der Plan steht. Lasst mich zufrieden. Kann ein alter Mann nicht mal seine Ruhe haben? Oder? Ich hab's mir gerade anders überlegt, Freunde. Da wir Verzauberungsdienste gehören zu den Da wir jetzt schon mal hier sind. Und wir noch eine Quest hier machen wollten, machen wir diese zuerst und dann gehen wir nach Hause. Ich glaube, wir könnten das halbe Ostmarsch sprengen. Und trotzdem würden die Leute noch zu uns kommen, um Sachen verzaubern zu lassen. So. Habe ich nämlich gerade erinnert, dass wir hier noch eine andere Quest offen haben. Ich bin... Ihr scheint noch in einem Stück zu sein. Und noch viel wichtiger, das Buch ist es auch. Danke. Bitte. Das war's, glaube ich, ne? Mhm. Na gut. So, und zwar Magierakademie. Wo haben wir sie denn? Töte, töte, töte. Ein Stich ins Herz. Das können wir auch niemals erledigen. Ja, das ist wunderschön. Ja, aber die muss doch hier wo sein. Wissgilde. Ach, Stein von Barrenzier. Oh, wir haben schon 12 Steine von Barrenzier. Respekt, Zero, Respekt. Vielleicht sollten wir den auch mal töten. Weil ich nicht bezahlen werde. 1000 Septimer am Arsch! Das können wir auch nicht machen. Das müssten wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Sehr seltsam, okay, warte. Geleite Dereks aus der Höhle. Aus der Kopfgeld. Machen wir erstmal das hier, ne? Dann werden wir wenigstens die Handschuhe los. Aber das ist nicht die Quest, die ich wollte. Ich wollte die Quest mit den verschwundenen Schülern. Oder vielleicht hatten wir gar keine Quest dafür, ne? Vielleicht müssen wir das einfach so lösen. Aber ist ja gar kein Problem, wir waren ja schon da, wo wir hin wollten. Und daher passt das schon.
So, ich möchte auf jeden Fall einmal diese komischen Handschuhe loswerden. Ach, wir haben das. Wir haben das seltsame Amulett behalten, weil wir es getragen haben. Auch nicht schlecht. Ups. Große Seele hinzugefügt. Oh, das klingt doch nicht schlecht. So. Ach, großer Seelenstein, keine große Seele. Ah. Ich hab gedacht, das wäre eine große Seele gewesen. Aber höchstwahrscheinlich ist in diesem großen Seelenstein eine große Seele. Würde ich mal glatt behaupten. Okay, da haben wir nichts bekommen. Oh, der Typ ist in diesem Raum. Wir haben schwierige... Das Auge von Magnus. Hier aber verloren. Unserem Griff entronnen. Ach, was hätten wir doch lernen können. Eure Fokuspunkte sind, gesäubert worden. Ja, so ist es. Ich kann den Unterschied bereits spüren. Natürlich bin ich auch viel besser auf diese Dinge eingestimmt als die meisten anderen. Danke. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Oh, meine Handschuhe sind weg. Aber zumindest haben wir das erledigt. Mal. So. Man kennt, dass wir irgendwo hier die Magierakademie-Gilde hatten. Seltsam. Ich hätte schwören können, Freunde. Ich hätte schwören können. Hol dir deine Besitztümer zurück? Haben wir das nicht gemacht? Hm. Unterhalte dich mit Greta über einen Besuch im Tempel. Hm. Das können wir auch nie lösen. Frage die Anführer der Gefährten. Finde den verborgenen Lundbrandwein in Rabenfels. Nö. Egal, wir lösen die Quest einfach so. Aber wir können unsere Handschuhe mal anziehen. Da wir jetzt schon mal hier sind, können wir auch mal runtergehen und die Quest beenden. Oder die Quest anfangen. Wie auch immer. Ich glaube, dafür brauchen wir erstmal den Questgeber, ne? Wir reisen erstmal kurz nach Hause. Ich werde nachher mal gucken, wer der Questgeber ist. Zieh nur einmal kurz die Kleidung um. Und da habe ich mich spontan entschieden, mal wieder einen auf Bogenschützen zu machen, weil wir es ewig nicht mehr gemacht haben und ich liebe es, als Bogenschütze zu agieren. Mir hat das so gefehlt. Aber wir werden auf jeden Fall auf zwei Herren zurückkehren, sobald wir Beschwörung auf 100 haben. Was sehr lange dauern kann, übrigens. Aber das ist... Das ist es wert. Was? Achso, ich bin drüber gestolpert. Dum. Nein. Wie das? Ach, der Kleine macht diese Geräusche. Verzieh dich, Kleine. Ich will nichts von dir. Nein, bitte. Fuck, sie kann Türen öffnen. Warum habe ich ihr das beigebracht? Okay. Ihr seid zurück. Oh. Schaut mal, was ich gefunden habe. Gib mir Geld. Ist für euch. Geld! Ah, gut, ist so gut wie Geld. Das Ding ist leer. So, Bögen. Bessere Preise, Redekunst. Magika regeneriert sich. Drachenplattenhelme. Ist der verdammt hässlich, alter Schwede. Ich weiß, was sich die Entwickler damals dabei gedacht haben, so einen Scheiß zu entwickeln, ganz ehrlich.
Leichen brauchen wir nicht. Ah, ne, brauchen wir auch nicht. Einhandangriffe, Schleichen, Magie, blablabla, Zerstörung. Erlaubt dir, die Zauber entzünden und Frost zu wirken. Schön. Ausdauer, einhändig. Wo ist denn der ganze Kram? Einhändig, verursacht 40. Okay, Redekunst. Mögen. Da, aber die Handschuhe wollen wir nicht. Schutzzauber, Schleichen. Wasserwanderung ist auch richtig cool, ne? Haben wir noch irgendwas? Vielleicht Amulette oder so? Oha. Vielleicht hätten wir auch Azdelas anziehen können. Wäre bestimmt auch cool gewesen. Ich hätte schwören können, wir hätten noch Schmuck gehabt. Aber gut. Ah, können wir die ätherische Krone nicht anziehen, ne? Ah, ist das bitter. Okay. Dann ziehen wir uns zumindest die Handschuhe an, oder? Hat sich ja gelohnt, nach Hause zu kommen. Alter, oh toll, ich bin überladen. Nur weil der Scheiß mal wieder nicht funktioniert. So, geht doch. Dann legen wir noch mal ein paar Sachen ab. Wie zum Beispiel... Ja, komm. Ups, jetzt habe ich es angezogen, ne? Eigentlich können wir alles weglegen, ne? Brauchen wir alles nicht. Wir gehen ja jetzt auf Beschwörung. Da brauchen wir den ganzen Scheiß hier nicht. Die goldene Halskette behalten wir mal. Das ist ein Questobjekt. Wir werden diese Amulette nie loswerden. Weil es ein Questobjekt ist, naja. Und den Silberring behalten wir auch, dann machen wir da gleich mal mehreren Schaden dazu. Wieso habe ich gerade meine Fähigkeit rechts verloren? Der beschworene Bogen. What's all this? So, schnell muss ich mal den Seelenstein hier. Zack. Aber unsere Rüstung können wir austauschen. Genau, die Rüstung, die wollte ich austauschen. Was machst du denn da? So. Dann gehen wir glatt nochmal hier hoch. Die müssen wir auch nicht unbedingt verbessern. Wir kriegen sowieso keinen Schaden ab, Freunde. So, die Rüstung bitte. Emit. Schwörung verstärken ist auch nicht schlecht. Magiker-Regeneration. Nicht schlecht. Aber haben wir hier auch irgendwas mit Bogenschützen oder so? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Gut, dann nehmen wir einfach mal... Boah, Beschwörung verstärken und Magiker-Regeneration. Das klingt doch ganz gut. Ja. Finde ich in Ordnung. Finde ich komplett in Ordnung. Achso, einen Seelenstein brauche ich auch noch, ne? Nehmen wir einen schwarzen Seelenstein, oder? Mal sehen, es gibt 25, 25, 10. Ja, gut. Nehmen wir mächtigen Seelenstein. So, Halskette. Ich hätte gerne Schießkunst. Und Beschwörung verstärken. Mächtiger Seelenstein. Dann Ring. Beschwörung verstärken und
Schießkunst verstärken. Mächtiger Sehnstein. So. Haben wir alles am Start, was wir haben wollten. Boom und boom. Gut. Ja, perfekt. Dann sind wir ausgestattet, ne? Dann können wir jetzt wieder einen richtig fetten Schaden rausholen, Freunde. Oh, das freut mich. Oh ja, gut, Freunde. Ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder und dann machen wir das mit den verschollenen Schülern. Ich muss nur kurz gucken, wer der Questgeber war. Ich weiß es nicht. Wir hatten den auf jeden Fall schon mal angesprochen. Irgendwen sollten wir ansprechen. Ich weiß es aber nicht mehr. Haut rein, euer Zero. Tschüss.